Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfies. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise zum ersten Video der Johara-Tutorial-Reihe. In dieser Folge werden wir uns dem Thema Johara ein Stückchen nähern. Und zwar werden wir in diesem Video auf die erste Map eingehen, die ihr quasi zum Johara-Content zählen könnt. Ja, um welche Map es sich handelt, könnt ihr schon aus dem Titel entlesen, und zwar um die Verlassene Feste. Wie kommt ihr auf die Verlassene Feste? Was ist auf der Verlassenen Feste? Was kann man da farmen? Wie geht man am besten vor? Das verrate ich euch in diesem Video. Ja, zunächst müsst ihr erstmal Champion Level 1 erreichen, um auf Johara überhaupt Präzision lesen zu können. Ihr könnt aber in die Verlassene Feste bereits ab Level 120 rein. Ihr müsst einfach nur den Hydra Run schaffen, und sobald ihr den Hydra Run geschafft habt, müsst ihr hier zu dieser Statue gehen, zu dieser Statue Yorin, wie sie so gut heißt, und da könnt ihr dann ein neuer Kontinent anklicken und schon kommt ihr in die Verlassene Feste. Kleine Info noch, wenn ihr öfters mal Hydra farmt, versucht auf jeden Fall bei dieser Statue hier Gaia zu schleifen, weil die hat nämlich bei der Veredelung von dem Gaia eine höhere Chance, dass das Ganze klappt, als auf Map 1, nur so als kleine Nebeninfo. Ja, wenn ihr dann aber Level 120 erreicht habt, beziehungsweise wenn ihr hier auf der Statue dann ein Champion werden geklickt habt, dafür braucht ihr übrigens 25% Erfahrungspunkte hier unten, und ihr müsst Level 120 erreicht haben. Erst dann, wenn die XP komplett voll sind und das so aussieht wie bei mir, dann könnt ihr hier ein Champion werden. Ja, wenn ihr Champion Level erreicht habt, dann könnt ihr auch den Präzisionsskill lesen. Dieser Präzisionsskill ist enorm wichtig für ganz Johara. Worum geht's? Kurz gesagt, der Präzisionsskill ist dafür da, dass ihr mehr Schläge auf Johara hittet, beziehungsweise mehr trefft. Denn auf Johara wird euch auffallen, dass die Monster sehr viel Uplock in ihrem Equipment haben, sage ich jetzt mal. Bedeutet, wenn ihr den Präzisionsskill nicht hochgelesen habt und auch nicht euren neunten, beziehungsweise ja, den neunten Skill, der hat nämlich Präzisionsbonus auf 20%, wenn er auf P ist, dann ja, dann werdet ihr einfach so gut wie gar keine Schläge treffen, was natürlich sehr von Nachteil für euch ist, weil ihr wollt ja, dass die TP-Absorb funktioniert, dass euer Damage stabil ist, aber das Ganze hängt natürlich nur davon ab, wie viele Hits ihr letztendlich trefft. Deswegen unbedingt schnellstmöglich Champion Level 1 drücken, damit ihr Präzision lesen könnt, aber wie gesagt, nach meiner Erfahrung nach müsstet ihr hier, weil ich das damals auch mit meinem Charmy gemacht habe, ab Level 120 schon auf diese verlassene Feste kommen können. Und wie gesagt, erst ab Champion Level, also quasi ein Level dann weiter, könnt ihr dann den Präzisionsskill lesen. Ja, wenn es dann jetzt weitergehen soll, klickt ihr auf ein neuer Kontinent und schon werdet ihr auf die neue Map geportet. Die neue Map sieht ein bisschen trist aus, also die ist jetzt nicht wirklich schön gestaltet. Es spielt sich hauptsächlich alles in diesem Quadrat hier ab. Dort spawnen die Monster, dort spawnt der einzige und eine Metin, der hier auf dieser Map zu finden ist. Hier unten, da läuft man tatsächlich nie rum. Also hier unten geht es dann zur nächsten Johara-Ebene, beziehungsweise zur nächsten Johara-Map. Das ist die Dongan-Ebene. Damit beschäftigen wir uns aber in einem anderen Video. Ja, sobald man hier auf dieser Map erscheint, wird auch schon hier der Johara-Wächter oder der Johara-Wachmann mit euch reden wollen. Und zwar startet dann hier die sogenannte Johara-Quest-Reihe. Diese Johara-Quest-Reihe ist unmittelbar wichtig für den Handschuh, den ihr ausrüsten könnt, beziehungsweise damit ihr diesen Handschuh hier ausrüsten könnt, müsst ihr erstmal die kompletten Quests machen, die hier auf der verlassenen Feste anstehen. Diese Quest werde ich euch natürlich auch einblenden, damit ihr wisst, welche Quests ihr dort machen müsst, beziehungsweise wie die Questreihe aussieht, und erst am Ende dieser Questreihe werdet ihr dann eben auf die nächste Map, und zwar in die Dongan-Ebene geleitet. Als nächstes wäre natürlich noch wichtig zu wissen, was es mit diesen Sungma-Werten auf sich hat, und zwar sind diese Sungma-Hieß-Villen beziehungsweise diese Sungma-Hieß-Werte extrem wichtig für Johara. Sie sind ein Bestandteil von Johara, und jetzt werde ich euch etwas genaueres dazu erklären. Auf jeder Johara-Map herrschen unterschiedliche Sungma-Wille-Bedingungen. Bedeutet, ihr braucht zum Beispiel jetzt in der verlassenen Feste 0 Wille, Stärke, 0 Vitalität, 1 Resistenz und 0
Int. Das sind die Werte, die ihr auf dieser Map brechen müsst. Also ihr müsst höher sein als die angegebene Zahl, damit ihr die Statuswerte erhaltet. Bedeutet im Klartext, Sungerwille Stärke müsst ihr bei aufwärts von 0 sein, beziehungsweise ihr müsst 0 und aufwärts haben in eurem Status. Den Status seht ihr übrigens hier bei Champion Level. Da habe ich jetzt zum Beispiel etwas mehr Statuspunkte schon, weil ich schon Champion Level 17 bin. Da kann man die hier verteilen und natürlich auch durch den Handschuh und durch meine, durch meine Rüstung, wenn ich die beiden ausziehe, seht ihr auch, dass das hier enorm runtergeht. Und deswegen habe ich je nach Equipment meine Vitalität hochgeschraubt, weil Resistenz breche ich zum Beispiel durch den Schlangenmantel und wenn man dann in dem Handschuh noch ein paar Doppelsteine drin hat und weil der Schlangenhandschuh halt auch schon 30 Stärke auf plus 5 hat, sieht das Ganze dann so aus. Ja, ich muss euch das Ganze so ein bisschen anders erklären, glaube ich, und zwar sieht das Ganze so aus, wenn ihr Stärke jetzt hier auf der Map minus 1 hättet, würdet ihr nur die Hälfte des eigentlichen Schadens an den Monstern machen und auch an den Metinsteinen. Wenn ihr weniger als 0 Vitalität haben solltet, weil ihr irgendeinen Debuff habt oder so, dann habt ihr nur die Hälfte eurer Verteidigung und auch nur die Hälfte eurer TP auf dieser Map. Wenn ihr weniger als eine Resistenz habt, habt ihr nur die Hälfte eurer Bewegungsgeschwindigkeit. Und wenn ihr weniger als 0 Intelligenz auf dieser Map haben solltet, dann werdet ihr keine Monster vergiften können und ihr seid enorm anfällig für Vergiftungen. So viel zu den Statuspunkten. Die sind auf dieser Map in der verlassenen Feste noch sehr, sehr niedrig. Bedeutet natürlich für den Laien, wenn ihr auf dieser Map spielen wollt, dann könnt ihr euch einfach dieses Präzisionsequipment kaufen. Es gibt ja Nebel-Jedit-Armband, Sonnen-Jedit-Armband, das gibt es am Markt. Das ist relativ günstig zu finden. Da könnt ihr dann einfach auf die Statuspunkte achten, was die Statuspunkte so hergeben. Und dann könnt ihr auch gleichzeitig natürlich damit gewisse Werte brechen. So viel auf jeden Fall schon mal zu den Statuspunkten. Kleine Ergänzung noch zu den Statuspunkten und zwar auf dieser Map herrschen jetzt zum Beispiel Nullerwerte bzw. nur Resistenz ist hier auf 1. Wenn ihr auf diese Map kommt als kompletter Neuling, dann habt ihr überall 0. Also ihr habt auf dieser Map tatsächlich noch keinen Debuff. Den Debuff, den werdet ihr erst auf den weiterführenden Maps bekommen. Das heißt, ihr braucht wirklich nur auf dieser Map erstmal nur auf Resistenz zu achten. Sobald ihr eine Resistenz habt bzw. überschreitet, könnt ihr euch auf dieser Map komplett frei bewegen und ihr brecht alle Werte. Kommen wir nun zu den Monstern bzw. zu den Mobs auf dieser Map, die ihr killen könnt bzw. auch unter anderem killen müsst und welche Drops die so für euch parat haben. Ja, der wichtigste Mob hier auf der Map bzw. ich sag mal der lukrativste Mob ist der Frontmagier, den findet ihr auf der Karte auch überall. Das ist ein Fernkämpfer, den gibt es einmal, beziehungsweise es gibt eigentlich jedes Monster hier auf dieser Map einmal in der Eisform und einmal in der Dunkelheitsform. Das heißt, ihr braucht für die Hälfte der Monster Eiswiderstand, für die andere Hälfte braucht ihr Dunkelheitswiderstand, beziehungsweise Kraft des Eises und auch Kraft der Dunkelheit. Das meiste hat man eigentlich schon mit der Alchemie gedeckt, also ihr müsstet eigentlich, wenn ihr hier auf der Map spielt, auch genug Eiswiderstand und auch genug Dunkelheitswiderstand haben, wenn ihr das Ganze noch mit einem Tali ausgleicht. Ja, alle Monster auf der Map droppen so ziemlich dasselbe, da gibt es jetzt wirklich keine großen Unterschiede, mit einem Unterschied, und zwar der Frontmagier ist mit der einzige Mob auf dieser Karte, der das gelbe Glanzfragment droppt. Ich habe mal so die wichtigsten Drops, beziehungsweise so die nennenswerten, blende ich euch auf jeden Fall ein, um euch zu zeigen, dass wenn man hier auf der Karte farmen möchte, dass man halt hauptsächlich die Fragmente farmt. Die Fragmente droppen auch relativ okay. Man hat natürlich dann ein großes Milieu an Fragmenten. Es droppen quasi alle Fragmente hier auf dieser Map. Das muss man dann mit einem Lootpad machen, anders lohnt es sich nicht wirklich. Und auf den weiterführenden Johara-Maps werden die Drops dann ein bisschen spezifiziert. Da gibt es dann zum Beispiel unter anderem noch andere Sachen on top, weshalb man in der verlassenen Feste eigentlich so gut wie gar nicht farmt. Ja. Es gibt natürlich auf dieser Map auch den ein oder anderen Boss. Und zwar haben wir einmal den Kao und einmal den König Bao. Der Kao, das ist so eine, ich sag mal, so ein etwas leichterer Boss. Und der König Bao ist dann der schwere Boss. Ich kann euch auch kurz auf der Karte zeigen, wo ihr diese zwei Bosse findet. Und zwar einmal auf der linken Seite. Da findet ihr meistens beide Bosse.
Es gibt einmal den König Bao der Dunkelheit und es gibt einmal den König Bao des Eises. Den König Bao der Dunkelheit, den müsst ihr für die Quest killen und den Eis müsst ihr, glaube ich, nicht für die Quest killen. Den kann man quasi einfach farmen. Ja, im Hintergrund seht ihr gerade hier, das ist der König Bao. Der macht auch einiges an Schaden. Ich habe natürlich jetzt keine Alchi an und ich habe jetzt auch keine Skills an, aber das ist der kleine Dicke auf jeden Fall. Die Drops von dem König Bao blende ich euch natürlich auch ein, aber ihr seht schon, der lohnt sich nicht zu farmen, es sei denn, man möchte vielleicht irgendwie gegebenenfalls die Event-Drops farmen. Auf Ruby unter anderem droppt dieser König Bao, da er ein Boss ist, natürlich auch die Event-Drops. Kommen wir nun zum Equipment bzw. zu den Statuspunkten, die ihr auf jeden Fall einhalten solltet. Ja, auf dieser Map ist einzig und allein eine Kombination aus sehr viel Uplock und sehr viel Def erforderlich. Zusätzlich braucht ihr noch ein wenig Pfeil-Def für die Fernkämpfer. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Unter anderem kann man hier zum Beispiel auf Uplock im Titani gehen. Man kann sich Quilin-Schuhe anziehen oder auch einen Uplock-Helm. Hier sollte man auf jeden Fall auf so viel Uplock wie möglich kommen, da die Monster dann doch einen sehr hohen Schaden austeilen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal so ausgelegt auf alle Klassen. Ihr solltet mindestens einen mythisch-matten Ring perfekt am Start haben, um auf dieser Map zu stehen. Gleichzeitig solltet ihr auf jeden Fall auch 20 bis 25er Eis oder Dunkelheit in euren Talismanen parat haben, mit der Kombination von 3 bis 5% Verteidigung. Das würde ich schon wirklich an den Anfang stellen. Das muss man einfach auf dieser Map haben, weil man sonst wirklich zu viel Schaden kassiert. Auch die 1000 Verteidigungspunkte sollte man anpeilen. Da sollte man auf jeden Fall drüber kommen, da sonst der Schaden einfach zu groß wird. Kostüme und Waffenskins braucht man tatsächlich auf dieser Map nicht, weil Dunkelheits-Dev und Eis-Dev gehen halt einfach nicht in die Kostüme rein. Dementsprechend sind die hier tatsächlich irrelevant. Gegebenenfalls sollte man auch auf Buffs achten, also eventuell seine Charmy auch auf Level 120 bzw. Champion-Level bringen, um sich gegebenenfalls mit Segen und HDD noch zu boosten. Gleichzeitig kann man natürlich auch Push auf dieser Map nutzen, wie zum Beispiel den Elementar Kraftstein, den Elementar Schutzstein oder auch halt einfach generellen Push, wie zum Beispiel Lolli der Stärke, um den Damage ein bisschen zu boosten. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, dass ihr mit eurem Equipment erstmal auf die Map geht, egal welches Equipment ihr habt. Ich würde jedem raten, geht erstmal auf die verlassene Feste, schaut euch das an, wie euer Schaden aussieht, ob ihr überhaupt eine kleine Equipment-Änderung vornehmen müsst. Man muss sich da so ein bisschen rantasten, es ist wirklich von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Es hat auch damit zu tun, wie viel Verteidigungspunkte ihr letztendlich habt, wie hoch euer Equipment ist, wie viel Schaden ihr macht. Da kann man tatsächlich auf keiner der Maps ein sogenanntes Minimum, ein Mindest-Equipment quasi anpeilen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, Uplock ist auf der ganzen Yuhara-Karte gefragt. Auf jeder Yuhara-Map braucht ihr wirklich so viel Uplock, wie es nur geht. Und halt auch eben so viel Verteidigungspunkte, wie es nur geht. Kleiner Hinweis noch, levelt auch auf jeden Fall euer Pet auf 105, denn ihr braucht einfach die Verteidigung. Und wenn ihr ein Pet habt mit sehr vielen Tagen, was ihr dann am Ende dreht und irgendwie 10% Verteidigung dazu gibt oder vielleicht sogar 20%, das macht einen enormen Unterschied. Auch hier kann man unter anderem auch mit einem Nessie oder einem Medi arbeiten, wo man noch Uplock ins Equipment reinpackt und gegebenenfalls, wie gesagt, das Equipment ein bisschen anpasst. Aber ihr müsst euch da wirklich ein bisschen reinfuchsen. Da kann kein YouTuber euch jetzt grobe Standardwerte nennen. Da müsst ihr wirklich einfach mal schauen, wie ihr auf der Map steht und euch das Equipment so ein bisschen selber zusammenbasteln. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall hieran an diesen Tipps, sage ich jetzt mal, orientieren. Wie gesagt, viel Uplock, viel Verteidigung, viel Elementar-Dev. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Schaut es euch einfach an, beziehungsweise testet euch da so ein bisschen rein. Ja, solltet ihr diese ganzen Punkte beachtet haben, könnt ihr hier auf der Map auf jeden Fall sehr gut farmen. Wie ihr seht, läuft hier auch der ein oder andere Charakter rum. Ein kleiner Hinweis für euch noch, was eventuell ziemlich oder beziehungsweise auch noch nice to know ist die Tatsache, wenn ihr euer Equipment relativ gut anpasst, hier mit Push steht und eventuell auch einen stabilen Alchi-Ring und stabile Pets habt, dann könnt ihr hier tatsächlich zumindest für den Server Ruby ganz entspannt Blumensamen farmen oder gegebenenfalls halt auch die Events wie zum Beispiel Mondis etc. Das habe ich aber tatsächlich noch nicht ganz so wirklich ausprobiert. Ich mache es immer so, wenn ich auf dieser Map hier farme, dann mache ich das tatsächlich ohne meinen
Aichi-Ring, denn ich versuche hier wirklich immer ohne Aichi zu stehen und mittlerweile klappt das auch ganz gut. Ich bin Waffensucher, das muss ich immer ganz stark betonen, also alle Details und Infos, die ich preisgebe, die beziehen sich natürlich hauptsächlich auf meine Klasse als Waffensucher. Alle anderen Klassen kann ich natürlich leider nicht jetzt so beleuchten wie die Klasse, die ich selber spiele. Da bitte ich natürlich um Nachsicht, gegebenenfalls auch um Verbesserungen bzw. auch Ergänzungen eurerseits, falls ihr es tatsächlich besser wissen solltet. Ja, aber Mondis bzw. diese Seelen, wenn das Anderswelt-Event kommt, da mache ich tatsächlich so, wenn ich keine Aichi zum Aufladen habe, dann lasse ich hier einfach Autojagd laufen, mache hier einfach meine Autojagd an und dann habe ich am nächsten Tag auch schon ein paar Seelen gesammelt. Natürlich muss man fairerweise dazu sagen, dass man hier auch jetzt nicht so krass droppt. Ihr habt es ja schon im Video hier gesehen, was die Drops hier sind. Also hier lohnt es sich eigentlich so gut wie gar nicht laufen zu lassen. Aber ich würde es auf jeden Fall jedem mal empfehlen, dass man das mal so einen Tag macht, damit man mal sieht, wie gut hier die Fragmente droppen. Es ist ja auch natürlich serverabhängig, wie viel hier jedes einzelne Item wert ist. Ja, das war's zu verlassenen Feste. Ich hoffe, ich habe alle Sachen begutachtet bzw. alle Sachen mit ins Video gepackt. Wenn ihr noch Ergänzungs- bzw. Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit diesem Schritt hier den einen oder anderen ein bisschen die Yuhara-Map erklären konnte und eventuell den einen oder anderen vielleicht auch für Yuhara begeistert habe. Es werden noch weitere Folgen kommen dazu, beziehungsweise als nächste Folge werde ich dann die Dongan-Ebene ansprechen, die hier unten ist, wie es dann mit den Quests aussieht, mit den Monstern, Equipment, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Ich bin fürs Erste raus, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Peace.